So Leute, heute sind wir einkaufen gegangen. 30 Eier kosten 3 Euro in Bulgarien. Ein Dutzend Eier kostet 1,2 Euro. Die Selbstbedienungskassen funktionieren seit einem Jahr bei Kaufland. Meine Bestellung ist angekommen. Ich habe online Ölfilter und Autoteile bestellt. Also Ölfilter und Ersatzteile bestellt. Ich werde das Öl in meinem Toyota RAV4 Baujahr 2002 wechseln. Ich nutze 10W40 Öl. Motoren mit 10W40 Öl halten 1 Million Kilometer. Das Öl ist aber nicht mit Euro 4 oder 5 Abgasnorm kompatibel. Für den Seat Ibiza benutze ich 5W30. Es schützt den Katalysator, nicht den Motor. Dünnes Öl beschädigt Motoren, schützt aber Rußpartikelfilter und Katalysatoren. Ich werde auch die Kugelgelenke am Seat wechseln. Ich habe TRW Kugelgelenke gekauft. TRW ist ein amerikanisches Unternehmen, das von der deutschen Firma ZF Friedrichshafen AG gekauft wurde. Die Produkte sind von höherer Qualität, werden jedoch nicht in Amerika, sondern in Malaysia hergestellt. Ich habe noch keine amerikanische Produkte in Bulgarien gesehen. 12 Eier oder ein Dutzend Eier kostet 6 Dollar in Kalifornien und 9 Dollar in Hawaii. Die Löhne bei McDonald's liegen bei 15 bis 20 Euro pro Stunde. Die Mieten bei 2.000 bis 3.000 Dollar monatlich. Migranten aus Mexiko und Guatemala haben den amerikanischen Arbeitsmarkt verändert. Der durchschnittliche Arbeiter ist wertlos. Der durchschnittliche Hausbesitzer ist dagegen ziemlich reich. So ist das Leben. Das war's von mir. Bis dann, Leute. Tschüss.